Hallo und willkommen zurück bei Kaschlator. Falls es in der letzten Folge etwas zu leise war oder doch zu laut, ich habe jetzt die Lautstärke nochmal etwas angepasst. Ungefähr 2% höher. Ich sichte ja jedes Mal die Folgen. So, wie kommen wir denn hier weiter? Telefon? Ich muss mir was Besseres als das einfallen lassen. Ah. Okay, das klappt schon mal nicht so. Wollen wir einmal Intercom. Ah, Intercom klingt interessant. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Hat Ihnen jemals jemand gesagt, dass Sie wie die Meereshexe aus Die kleine Meerjungfrau aussehen? Nein, aber gut zu wissen. Sayonara. Leute, jetzt werde ich es nicht benutzen. Okay, wir müssen noch irgendwie einen anderen Weg finden. Doch bestimmt hier irgendwo was übersehen. Irgendwo. Was hat's mit den Tauben auf sich? Scheiß Flugratten. Mit Tieren rede ich erst nach 6 Bieren. Nicht mehr und nicht weniger. Nichts von Interesse. Gehen so viele Mülleimer, das kann bestimmt was sein, oder? Ah, ja, es blitzt mir ins Auge. Du Klebstoff. Für heute habe ich genug in dem Müll der Nachbarn rumgeschnüffelt. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Okay, nimm ihn nicht mit. Grube Klebstoff. Festgeklebten Deckel? Eine Tube Klebstoff, aber der Deckel sitzt fest. Ich tue meinen Sekundenkleberdeckel auch immer, beziehungsweise die Reste abschneiden mit einem Rasiermesser. Na bitte. Ah, na klar. Ich meine, ich mache das auch immer. Ich meine, ich nutze sehr gerne Klebstoffe und bastel auch sehr gerne auch Holzarbeit und sonstigen Kram. Und es kommt immer mal wieder vor, dass ich ein Stück von der Tube abschneiden muss, auch mit einer Rasierklinge. Also, ich mach selber. Von daher. Wenn ich mir die Flasche Holzleim so ansehe, die ich hier stehen habe, ja, ich könnte auch mal wieder bei. Ich habe eine Idee, vielleicht funktioniert das. Wir haben ja Klebstoff. Wenn das klappen soll, muss ich vielleicht erstmal den Hörer nehmen, oder? Ja, danke, dass du meine Idee bestätigst. Na, klappt das? Ha, Idioten! Es klappt. Dann dieses Intercom benutzen. Betty, du hast verloren. Aber dein Stift nehme ich mit. Das wirst du nicht mehr brauchen, Schnuckelchen. Und die Konsole will ich haben. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Na gut, kann's behalten. Betty. Komm hier rüber. Haha. Ficken. Ficken, Hölle. Sieh an, sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja... Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln?
Immer dieses Vorteil, ich kenne Typen wie dich, ich kenne Typen wie dich, Alter! Oh. Also, ich bin ein armer, glückloser irischer Einwanderer. Oh, großer Gott, was soll das nur werden? Hey, ich bin auch Ire. Was für ein Zufall. Wo kommst du her? Aus Donlogeriston, ja? Nicht wirklich, oder? Da komme ich auch her. Leck mich. Das heißt, dein Mathelehrer war der alte Duncan McGlintis, richtig? Oh ja, Mr. McGlintis. Was für ein Kerl. So viele Erinnerungen. Ha! Erwischt! Der alte Duncan McGlintis, der zweite, war ein Erdkundelehrer. Hab dich dran gekriegt. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na, hat er mich super. Verarscht? Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Mary lesen gelernt hat. Vergiss es, ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich's heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Warum ist das Bild jetzt gewackelt? Ah, Mary. Mary. Heilige Macaroni. Sie haben da aber einen beeindruckenden Globus, Mary. Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Für jedes steht da eine kleine Mary-Figur. Man sieht, er war überall. Sonst kann man sich's nicht ansehen, oder? Mary. Sie wissen echt, wie man sich's gut gehen lässt. Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Whoopi Goldbergs. Nicht dafür eine Figur haben? Ah, ein Globus voller kleiner Murrays. Es hat begonnen. Sie sind bereits hier. Hi, Minnie Murray. Oh, mir gefällt das Spiel. Hey, Minnie Murray, du gehörst jetzt mir. Der Globus ist aus dem Gleichgewicht geraten und wackelt von der Erschütterung der Züge. Ich glaube, das ist das Rätsel. Die nehme ich lieber nicht mit. Könnte gefährlich sein. Oh. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Nicht so schnell, Junge. Ich sagte, du bleibst hier, bis ich mit dem Bericht fertig bin. Und ich bin ziemlich ungeschickt und legasthenisch, wenn es um Papierkram geht. Kann vor allem bei dem Gebacken. Aber ich komme zu spät zur Arbeit. Du warst sowieso schon spät dran. Ein paar Minuten mehr machen es jetzt auch nicht fest. Also hinsetzen, Klappe halten. Ich muss mich konzentrieren. Mann, so hänge ich hier bis Mitternacht fest. Ich muss einen Weg hier rausfinden oder ich verliere meinen Job. Ah, kann ich nicht anklicken? Lockerter Bolzen. Nee, rührt sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Ich komme nicht raus, wo soll ich Schmiermittel nehmen? Thunfisch. Vom Thunfisch findet. Fettiges Papier. Ah, fett. Mal sehen, was passiert. Weil man ist es ein geölter Bolzen. Oh Gott. Und los geht's. Junge. Da. Gibst du mir vielleicht jetzt ein Ticket? Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Yes! Randall wins.
Na endlich, wir können los. Ah, mit Karte. Amazon Express, Amazon Express, ne? Amazon, ne? Hm. Ah. Hab keine Bedenken, irgendwelche Ideen auszuprobieren, die dir so einfallen. Selbst wenn sie verrückt scheinen, denk daran, du kannst in diesem Spiel nicht sterben. Gut zu wissen. Oh, mir tut der Rücken weh. Ganz halt sitzen und aufnehmen. Schmerz. Schmerz. Amazon Express. Ah, Portal. Oh mein Gott. Good morning, Vietnam. Na, sieh einer an. Mein Star-Angestellter. Meine rechte Hand. Mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren? Also ich sehe schon mal Wilson. Wilson! Planet Express. Eine Portal-Anspielung. Soll das Wonder Woman sein? Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht aus wie Wonder Woman. Und FedEx? Keine Ahnung. Kaktus. Wasserspender. Okay. Wow, danke, Mr. Emerson. Ich hielt mich schon immer für Ihre Geheimwaffe. Ihr persönlicher Ninja oder sowas. Schluss mit dem Scheiß, Hex! Sogar meine heißgeliebte Ex-Frau würde hier einen besseren Job machen als du. Wir wissen beide, dass dein Arsch um Punkt 9 hier zu sein hat. Und jetzt ist es Mittag. Das Päckchen hier hätte schon vor Stunden zur jährlichen Koala-Convention geliefert werden sollen. Und bis jetzt war ich wirklich mehr als geduldig, was dich angeht. Hören Sie, wenn Sie noch ein klein wenig mehr von dieser Geduld opfern würden, würde ich Sie angenehm überraschen. Oh, übrigens, bitte schreien Sie mich nicht so an. Mein Vermieter hat mich bereits angebrüllt und ich habe einen Mordskater. Ah, das erinnert mich an was. Ich brauche einen Vorschuss. Was? Sehen Sie? Überraschung. Wo soll ich anfangen? Weißt du noch, als ich dir Freitagabend gesagt habe, du sollst den Laden dicht machen und dir den Schlüssel gegeben habe? Ja, nein, natürlich nicht. Natürlich, ich bin ein guter Angestellter. Wenn du das wärst, wärst du um 9 hier gewesen, um den Laden aufzumachen. Gottverdammt, Hicks, das ist der einzige Schlüssel. Es ist mein Schlüssel. Und ich habe ihn dir anvertraut, obwohl du ständig Bürosachen geklaut hast. Das liegt daran, dass ich an Kleptomanie leide. Und ganz ehrlich, das hat nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun. Es ist eine Krankheit und es ist sehr unhöflich, dass Sie das ansprechen. Ach, halt die Klappe! Bei Gott, halt einfach die Klappe! Und her mit dem Schlüssel! Ich fang gerade erst an. Also, ich glaube, da sind keine Schlüssel in meinem Inventar. Oh, warte mal. Jetzt kapiere ich. Das ist also der Teil, wo ich den Schlüssel finden muss, um weiterzukommen und... Du hast den verdammten Schlüssel verloren? Ich hab dir gesagt, du sollst ihn mit deinem Leben verteidigen! Und das hab ich. Ich schwör's bei den üppigen Kurven von Super Zuckerschnecke. Wie kannst du es nur wagen, ihren Namen auszusprechen, du mieses, schamloses Schwein? Oh... Das war nun wirklich zu viel, Mr. Emerson. Ich könnte ein Diktiergerät bei mir haben und Sie jetzt verklagen, das wissen Sie, ja? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, so eins habe ich auch nicht im Inventar. Du hast es gewagt, meinen wertvollsten Besitz zu entweihen. Oh, kommen Sie schon. All das wegen eines blöden Schlüssels? War der aus Platin oder was? Im Ernst, war der aus Platin? Wenn das der Fall ist, müssen wir ihn finden. Vergiss den verdammten Schlüssel, Hex! Ich rede über etwas, das ich in meinem Safe aufbewahre. Aha, was hast du schon getan? Oh Mann. Oh, sie reden von ihrem Toupet? Meinen sie den Drohbrief an ihre Ex? Meinen sie die Karte von Scrap Island? Oh, sie reden von ihrem Toupet. Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog. Veröffentlicht 1972 mit Super Zuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Thunfisch. Sehen Sie? Da klingelt doch was. Oh. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen?
Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel. Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Und ich brauchte einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte. Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut in meinem Lebenslauf macht, oder? Tja, dann fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, X. Du bist gefeuert! Was? Sie meinen, einfach so? Was habe ich denn getan? Raus hier! Wow, wow, mal langsam! Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder? Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, Hex. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Ich hab Ihnen doch gesagt, den brauche ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Stifte, Taschenrechner, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat. Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie? Ich passe auf. Das war noch nicht alles. Das war mir auch klar. Klopapier, Tintenpatronen, Glühbirnen. Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Mr. Emerson, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Irrer kontrolliert Sie? Also, ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle! Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat, Hicks! Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Du bist ja immer noch hier. Alter, was hast du alles geklaut? Heftig! Warte, eine Entschuldigung. Ich erwarte eine Entschuldigung. Weißt du was, Hicks? Ich war nie in Vietnam, aber ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich habe einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie? Wir haben was gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen, es in ein Paket zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Oh, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir hier einfach zu feindselig. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Okay, okay. Ganz ruhig, mein Großer. Okay, ja. Wir sind gefeiert. Feuert. Wilson! Wilson! Aber er macht's sogar, ich liebe ihn. Wilson! Es tut mir leid, Wilson. Wilson! Super Zuckerschnecke-Poster. Ah, die legendäre Super Zuckerschnecke. Heldin einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich zum Brot einwickeln. Moment. Ah, oh, ich glaube, das sind die Reste des Katalogs. Oh. Da habe ich gestern mein Sandwich drin eingewickelt. Klingt nicht gerade erstrebenswert, oder? Ja. Wird auch gern mit einem großmäuligen Alkoholiker-Roboter zusammenarbeiten. Das wäre so geil. Oh ja. Poster und noch mehr Poster. Poster und noch mehr Poster. Oh. Nun gut. Kann ich das Päckchen haben? Das kann ich nicht einfach so nehmen. Okay, dann nicht. Dann gehen wir einfach. Eine... Herr der Ringe, Gandalf-Anspielung? Nein. Können wir mit dir reden? Emda? Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Stranger. Geld. Wir brauchen Geld. Ja, wäre schon geil, aber nein. Was ist hier? Was ist das? Mel's Power Drop. Ah, so ein An- und Verkauf-Ding. Ja, hier, wie,
diese Pan-Serie in auf D-Max. Komischen Typen da. Okay, Junge, was hast du zu verkaufen? Oder was kann ich dir geben? Ich habe keinen Job mehr. Guten Morgen. Schön für dich. Aloha. Ich sehe schon wieder so viel. Das hier ist, hier. Das ist doch hier eine Sega Dreamcast. NES. Dieser Gitarrencontroller, Guitar Hero, genau. Hoverboard, zurück in die Zukunft. Was sehen wir noch? Sonic, Zelda, die Ocarina, Mario Coin, der Ghostbuster. Aber jetzt das Ding mal. Also, die Strahlenkanone von den Ghostbusters, ein Terminatorarm, ein Fuchskompensator. Der Helm von Shredder, mein Gott, bin ich gut. Clouds Schwert, müsste das sein, ja. Und mehr Cola-Dosenturm. Cool. Geil. So viele Sachen hier für Geeks und Nerds. Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Was hast du denn? Naja. Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ist das dein Ernst? Natürlich. Brauche ich nicht. Ein Teleskop-Entenbügel. Den habe ich selber gemacht. Ist der aus Holz? Ich habe eine Menge Edelstahlbügel. Auch selber gemacht. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder-Comics-Katalog von 1972. Inklusive Bildern von Super Zuckerschnecke. In ihren klassischen, knappen Kostümen. Mit nur ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Ich glaube, in dem Zustand sind die nichts wert. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Ist jetzt nicht gerade Captain Red oder sowas. Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Ja, das rieche ich von hier. Kein Interesse. Dieser Ring allerdings. Hey, langsam. Kann mich nicht daran erinnern, die erlaubt zu haben, in meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ganz ruhig, Kleiner. Das kommt so mit dem Job. Der Ring gehört nicht so richtig mir. Ich würde mich nicht wohlfühlen, den zu verkaufen, weil... Nur zum Verständnis. Das ist das Einzige von Wert, was du hast. Und du willst es nicht verkaufen. Ja, es ist nur... Weißt du, ich glaube, ich behalte ihn besser. Oh Mann. Ich weiß, das geht mich nichts an, aber meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Das hoffe ich doch. Aber meinst du nicht, der gehört eher zu den Leuten, die was klauen? Kann schon sein. Aber er ist mein bester Zulieferer. Lol. Mel, das hier habe ich gerade im Keller meiner Oma gefunden. Das hat großen nostalgischen Wert. Wow, dieser Keller ist eine echte Goldmine. Hab schon genau sowas. Aber dafür hast du dir trotzdem ein nettes Bündel verdient. Siehst du, ich liebe den Kerl. Okay, also, ich glaube, hier bin ich durch. Danke trotzdem. Warte mal, Junge, geh nicht einfach so weg. Sieh doch einfach mal bei dir zu Hause nach. Vielleicht hast du ja irgendwelchen nutzlosen Schrott, der mich interessiert. Sieht so aus, als könntest du das Geld echt brauchen. Scheint, als ob ich das mit der Mimik endlich besser hinbekomme. Ich finde schon etwas Schrott für dich. Werd's auf jeden Fall probieren. Okay, wir müssen nach Hause und Schrott finden. Okay, das ist schon mal eine gute Aufgabe, gefällt mir. Und der Typ hat einfach den Terminator-Arm geklaut und Geld dafür bekommen und... Oh Mann. Was soll ich dazu noch sagen? Oh, ein Dragon Ball. Diamantring und ich... Ja. Hier gibt's allen möglichen Scheiß. Oh, so eine Plasmakugel habe ich auch im Schlafzimmer stehen. Die sind hammergeil. Ich komme gerade nicht drauf. Die beiden Waffen. Ich komme gerade nicht drauf. Aber auf jeden Fall, das ist es erstmal gewesen. Mit Reynolds Monday. Wir machen die nächste Folge weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Smasht alles Mögliche an Buttons, die ihr sehen könnt, außer den Dislike-Button. Nur den Like-Button, bitte. Ich weiß, ich muss euch immer daran erinnern. Ich mag es selber nicht, aber hey, man vergisst das immer gerne. Bis dann, euer Kaschlator. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.